Ich werde doch nicht mehr binden. Ich hoffe aber, dass dieser Tag rumgeht. Oh. Jetzt schrei erstmal nicht so. Und jetzt sag mir mal in Ruhe, was los war. Warum du dich jetzt ich so aufregst? Ich hab keinen Bock, Alter, auf diese Arbeit. Ja, so ist Alter, es. Alter, geh doch mal weg von mir, Mann. Warum soll ich denn von dir weggehen, wenn ich dich mag? Ich hab keinen Bock. Ich raste aus, ich will das hier nicht mehr, Mann. Ich schwöre, Alter. Ich krieg da, Mann. Ist sie provoziert, ganz eindeutig. Und das kommt wirklich aus einem Gefühl heraus, dass sie nicht akzeptiert oder sich nicht angenommen fühlt. Das hat mich eigentlich ziemlich betroffen gemacht. Marie! Handy! Ich hab kein Handy. Ich hör, mein Handy ist mir egal. Jetzt werd erstmal. Nein, fass mich nicht an! Ich fass dich nicht an. Ist mir scheißegal, Mann! Ich möchte jetzt wissen, was dich so verrückt gemacht hat. Was mich verrückt macht, mich die ganze Zeit verrückt hier. Ich hab es nur zurückgedreht, alles. Mir scheißegal. Ich lasse mich hier nicht behandeln wie Hund. Ich werde hier nicht arbeiten. Ich verzichte schon mal eine Zigarette. Ich hab mein Leben. Ich bin erwachsen. Ich darf machen, was ich möchte. Ich muss nicht so leben. Es gefällt mir einfach nicht. What's been good to us? We don't know. Ich kann nur sagen, lass sie und lass das nicht an mich heran. Und ich kann nur in dem Moment für sie beten. Das ist, was man tun kann. Und dann irgendwann kommt dann schon die Ruhe wieder. Schwester Beate respektiert Maries Wunsch, allein zu sein und zieht sich zurück. Doch der Wutanfall der 20-Jährigen lässt der Nonne keine Ruhe. Sie möchte verstehen, was Marie so belastet und sucht bei Schwester Augusta nach Antworten. Maria war nicht zu halten. Das haben wir mitgekriegt. Im guten Moment muss man sagen, dass man nicht vor allem davonlaufen kann, was einem nicht passt. Wie ich sie getroffen habe, war es nicht möglich, irgendwas zu sagen. Sie war, bin ich überzeugt davon. Sie hätte ja Schmutz unter ihren Fingernägeln. Nee, es ist jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist. Und wir müssen jetzt aufs Beste hoffen. Ja. Doch Marie macht wirklich ernst. Sie will abreisen. Ich habe meine Sachen gepackt, weil das hier nichts für mich ist. Ich keine Zigaretten habe, mein Handy weg ist. Ich Heimweh habe ich einfach nur weg. So wie die leben, was hier so Sache ist und dass ich mein Leben, was ich lebe und auch wo ich mit zufrieden bin, nicht führen kann, ist so die Grenze bei mir. Ich sage, es ist vorbei. Die Rebellin hat viele Gründe, warum sie nicht mehr im Kloster bleiben will. Entzug und der ganze Stress hier. Fremdbestimmt, nicht wohl, Heimweh. Ich möchte einfach nur hier weg. Doch ihre Flucht verläuft nicht nach Plan. Wo ist der Ausgang? Selbst wenn Marie den Ausgang finden würde, das Klostergelände befindet sich mitten im Nirgendwo. Drumherum nichts außer Savanne. Die nächste Stadt liegt über 12 Kilometer entfernt. Was will Marie mit ihrem Fluchtversuch erreichen? Dass ich auch Kontakt zu Menschen habe, zu Männern und alles und nicht nur hier eingeschlossen bin und 6-mal am Tag bete. Das ist nicht meine Welt. Am Ende waren es ein paar Kühe, die Marie erschreckt und ihren Fluchtplan vereitelt haben. Die 20-Jährige resigniert. Alles bringt mich an meine Grenzen, alles, das Ganze, wie die Leute hier sind, alles. Das ist ein Albtraum, ich habe ja gesagt, ich will nicht nach Afrika. Marie bleibt nichts anderes übrig, als in die Gemeinschaftsunterkunft zurückzukehren. Dort möchte die Ausreißerin mit niemandem reden. Lara und Jessie zeigen Verständnis.